Problem. Aber wisst ihr, wir sind verantwortlich dafür, weil wir geben denen die Macht. Wir wählen diese Leute. Wir geben ihnen unser Geld, unser Lebensenergie. Alles geben wir. Ach Gott, das gilt ohnehin nicht, sage ich. Darauf lasse ich mich auch nicht ein. Da will ich mit Ihnen auch nicht diskutieren. Da sagt sie, das ist wegen dem Laden. Ach, ich sage, ach, wegen dem Laden, seit 2,5 Jahren keine Gewerbeanmeldung hat. Damals waren es noch 2,5 Jahre, jetzt sind schon 3,5 Jahre. Ich sage, ja, das möchte ich doch, habe ich gesagt. Dann fragte mich, wann haben Sie denn Zeit? Dann sage ich ja, also, weil ich Lust habe, die Gerichtsverhandlung mit Ihnen zu machen. Verstehen Sie, wie das läuft, ja? Ich bin ja der, der im Recht höher steht als Sie. Sie ist Bediensteter dieses Konstruktes, dieses Verwaltungskonstruktes. Sie steht unter dem Statutenrecht. Ich nicht. Ich bin natürliche Person. Wenn ich aber nur einen Vertrag in der BRD hätte, wäre das nicht so. Wäre es vorbei. Deswegen achte ich darauf, dass ich keine Verträge eingehe. Natürlich kann ich dann auch kein Kind in den Kindergarten schaffen oder in der Schule. Rechtschaffende sind die Menschen, die Recht schaffen. Sagt das Wort schon, ganz klar. Ja? Also seien Sie ein rechtschaffender Mensch und schaffen Sie ein neues Recht. Das können Sie mit mir gemeinsam machen, weil ich bin da jemand Vorreiter. Sie können das Rad natürlich zum dritten Mal erfinden, habe ich nicht erjagt. Machen Sie Ihr eigenes Ding. Ich habe ja alle Dinge im Internet veröffentlicht. Zumindest fast alle Dinge. Die Dinge, die die BRD in Gefahr gebracht haben, habe ich noch nie veröffentlicht. Wissen Sie warum nicht? Weil ich an Chaos kein Interesse habe. Ich habe daran Interesse, dass Sie freiwillig aufstehen und sagen, ich handle ab morgen anders. Ich habe jetzt was erkannt. Und weil ich jetzt was erkannt habe, was hier Murks ist, mache ich es ab morgen anders. Das ist bei mir immer. Wenn ich einen Fehler erkannt habe, dann ist es noch kein Fehler gewesen, wenn ich dann noch, noch diesen Fehler scheinbar begangen habe. Wenn ich jetzt aber weiß, dass es falsch ist, dann mache ich es ab morgen nicht mehr. Also drehen Sie sich einfach um und sagen, nein, Euro, klar, müssen wir noch nehmen, aber wir können uns jetzt eine neue Währung geben. Stellen Sie sich mal vor, nur mal vorgestellt, wir haben angeblich sogenannte Staatsverschuldung, weil wir keinen Staat haben, aber egal, von 1,5 Billionen, sagen wir mal 2 Billionen. Wie hoch sind die Guthaben der Deutschen? Ungefähr doppelt so viel mindestens. Jetzt stellt sich mal nur vor, Sie würden jetzt einfach sich zusammentun, als wir uns Deutsche würden sagen, okay, wir machen jetzt mal folgendes Spiel. Wir nehmen unsere ganzen Guthaben, diese 4 Billionen Euro, und wir geben uns jetzt mal eine neue Währung. Wir machen jetzt mal geschlossen die neue deutsche Mark als Beispiel. Und die machen wir in einem Rechtskonstrukt, was mit der BRD nichts zu tun hat. Dann geben wir die Euros mal demjenigen und der gibt uns neue deutsche Mark. Und die nehmen wir jetzt zum Geschäftemann. Wir eignen uns einfach auf ein anderes Stück Papier. Was würde passieren? Würde irgendeiner Verlust haben? Nö. In unserer Anschläge, es interessiert mich nicht mehr. An dem anderen Auto, was hier so in dieser neuen Neuzeit, die wir hier mal irgendwo rausgekommen haben, mit einer eigenen Zeitung, die wir gemacht haben, hier, da steht vor der Polizei in Wittenberg ein Auto mit der Nummer 1WB, Deutschland unten dran, geschrieben. Ja, können Sie nachher mal angucken. Und das kann ich deswegen machen, weil ich hier einen Oberlandesgerichtsbeschluss habe. Und da habe ich mich mal hinbewegt, wie gesagt, mit diesen Kennzeichen, habe das mal gemacht. Und da hat das Gericht, beim Oberlandesgericht geschrieben, also das Gesetz sagt, § 22 Straßenverkehrsgesetz sagt folgendes aus, wer in rechtswidriger Absicht Kennzeichen herstellt, die den Anschein amtlicher Kennzeichen hervorrufen und so weiter und so fort. Ja, also wer in rechtswidriger Absicht und Verwechslungsgefahr ist wichtig. Ja, die Verwechslungsgefahr hat das erste Gericht gesagt, nee, ist verwechslungsfähig. Das zweite hat auch gesagt, verwechslungsfähig, Landgericht. Oberlandesgericht hat gesagt, nee, nicht verwechslungsfähig. Und außerdem, wer in rechtswidriger Absicht, trifft bei Herrn Fitzek auch nicht zu. Und da begründen wir jetzt mal, warum nicht zutrifft. Und da haben die Folgendes gemacht. Da haben die geschrieben, zudem mangelt es vorliegend an der Verwirklichung des subjektiven Tatbestands. So nennt man das in Juristendeutsch. Gemäß § 22 Absatz 1 Straßenverkehrsgesetz muss der Täter in rechtswidriger Absicht handeln. Das ist vorliegend gerade nicht der Fall. Da es dem Angeklagten nicht darauf ankam, im Verkehr einen falschen Beweis zu erbringen, sondern sich nach dem Feststellung des Berufungsurteils vielmehr zum Ziel gesetzt hat, in der Bundesrepublik Deutschland eine neue Staatsform mit eigenen Mitteln aufzubauen, und dies durch die von ihm entworfenen Kennzeichen zum Ausdruck bringt.
Das hat Oberlandesgericht geschrieben. Und da sage ich mir, sind die böse? Nö. Ich krieg doch mein Recht, wenn ich es richtig einfordere, oder? Ja, ich muss aber sagen, die versuchen natürlich jeden juristischen Trick. Aber auf jeden Fall hat dann der Staatsanwalt im Landgerichtsprozess meinem Anwalt gedroht mit Zulassungsentzug mit der Anwaltskammer und was nicht alles. Mir haben sie dann gesagt, also sie müssen wir nochmal psychiatrisch begutachten lassen, ob sie noch alle das im Schrank haben, hat er noch nicht gesagt, aber ob ich noch zurechnungsfähig wäre oder ob noch strafmündig wäre, so sagen, hat man mir da gekommen. Ne? Und die hat die Richter gesagt, das machen wir jetzt mal noch nicht, hat sie gesagt. Ne? Nachdem er mir dann gedroht hatte, habe ich gesagt, nee, wir machen das Verfahren. Dann haben sie mich versucht zu bestechen, da haben sie dann gesagt, also im ersten Durchgang haben sie auch nur eine kleine Geldstrafe gekriegt. Wenn sie das jetzt akzeptieren, dann brauchen wir das Verfahren nicht weiterführen, dann verzichten wir auf unsere Berufung und sie auf ihre Berufung und dann haben sie nur die Geldstrafe und alles ist gut, so in der Richtung. Ne? Da habe ich gesagt, nein, wir führen das Verfahren jetzt. Ja. Da hat die Richterin mich mal angehört und gesagt, auch wenn sie jetzt mit einer Haftstrafe hier rausgehen können, denn sie sind ja schon vorbestraft. Ja, also ich sag mal, mache ja mehrere so eine Kapriolen wie das hier. Ja. Das ist nicht das Einzige, muss ich sagen. Ne? Aber es muss ethisch immer sauber sein. Ja, und da habe ich gesagt, nein, ich möchte das trotzdem führen. Ich mache das ja nicht für mich, ich mache das fürs Gemeinwesen, damit im Prinzip Sie als Bürger aufstehen können und das klargestellt wird, wie weit reicht Ihr Festnahmerecht? Was ist die ladungsfähige Anschrift? Also, was ist ein unterschriebener Bescheid, ein rechtswirksamer Bescheid oder nicht? Können Sie aufgrund der Vollstreckung eines nicht unterschriebenen Bescheides den Vollstreckungsbeamten festnehmen oder nicht? Das wollte ich wissen. Ja. Dass das Gericht versucht, alles Mögliche zu tun, um der Sache auszuweichen, muss ich Ihnen sagen. Ja. Tja, ich habe denen aber garantiert, dass ich dieses Urteil, was ich denn kriege, nicht veröffentliche. Warum nicht? Wenn ich das tue, was passiert dann? Stellen Sie sich vor, Sie kriegen ein Gerichtsurteil in die Hand, in dem ganz klar erledigt ist, dass Sie jeden nicht unterschriebenen Bescheid, der Römer vollstreckt wird, damit beantworten können, dass Sie den Vollstreckungsbeamten vorläufig festnehmen und 24 Stunden Ihre Privatwohnung verwahren. Soweit geht das, das können Sie tun. Ja. Wo würde das hinführen? Es würde zur Selbstjustiz führen. Es würde ins Chaos stürzen uns. Und ich muss Ihnen sagen, daran habe ich kein Interesse. Warum nicht? Steuern, sagt der Name, steuert Ihr Verhalten. Mit Steuern steuert man Ihr Verhalten. Es geht nicht darum, im Prinzip, ich sag mal so, dass Sie einen Beitrag zum Gemeinwesen leisten. Das könnte man ja anders organisieren. Das macht man aber Geldschöpfung, wenn man will. Wenn man beispielsweise eine Brücke bauen will, da komme ich als Staat daher und sage, okay, was kostet die Brücke? 1 Million, okay, drucken wir die Million. Nehme ich die Million an die Arbeiter aus, die Brücke bauen, das Material stelle ich zur Verfügung, das ist ja im Staatseigentum, Steine, Holz, eher was ich brauche, ja, gemeinschaftliches Eigentum, zack, stelle ich zur Verfügung den Leuten. Das Geld, was im Umlauf ist, das kann ausgegeben werden. Dementsprechend bilden sich dann Bäcker, Fleischer, Handwerker, was nicht alles, ja, die haben ja jetzt alle möglich Geld zu kriegen. Weil die Leute, die Brücke gebaut haben, ja, die haben ja Geld in der Hand auf immer. So einfach ließ sich das organisieren und niemand müsste besteuert werden. Und das ist die Zukunft, die ich Ihnen anbiete. Das Königreich Deutschland macht genau das. Das heißt also, wir sind ein Staat. Je den scheinbar keiner was hat, auch die BRD bis jetzt nicht. Und wenn dann nur Kleinkram, hier, krieg mal eine Vorladung, klar. Da wird, weil ich jetzt mich selber scheinbar bei denen nicht bemühe, Folgendes zu machen, mit denen so in Interaktion zu treten und konsularische Beziehungen aufzunehmen. Das mache ich mit denen einfach noch nicht. Ja? Deswegen wollen die jetzt auf mich Druck ausüben. Mensch, mach doch mal endlich, nimm mal dein Recht als Staatsanspruch und komm doch endlich mal zu uns. Ja? Ich beispielsweise kenne da jemanden im Grundbuchamt. Da habe ich den gefragt, ja Mensch, Herr Pinkert, wie kommt man denn aus dem Grundbuch der BRD raus, damit die keine Zwangshypotheken eintragen können? Das geht nicht, Herr Röser. Das ist nicht vorgesehen im Gesetz. Ich sage, Quatsch, es gibt immer einen Grund, es gibt immer Möglichkeiten, haben gesagt, aus der Sache kommt man bestimmt raus. Da habe ich gesagt, mach ich mich mal schlau, da gibt es einen Professor Dr. Böhringer, das ist der Grundbuchpapst in Deutschland, der macht das ganze Grundbuchrecht. Ich sage, machen Sie mal schlau, okay, gibt bestimmt einen Weg. Ja, 2 Wochen später bin ich wieder bei ihm gewesen und sage, na, was gibt es denn für einen Weg? Wie kommen wir denn aus dem Grundbuch der BRD raus? Er sagt, nee, es gibt keine Möglichkeit. Ich sage, doch, es gibt eine Möglichkeit. Ich weiß wie. Und zwar folgendes. Was ist denn mit den Botschaften beispielsweise? Die Botschaften sind doch exterritoriales Gebiet. Ja, sagt er, stimmt. Das ist im Grundbuchrecht aber nicht vorgesetzt. Da gibt es so Sonderregelungen dafür. Ich habe gesagt, wie läuft das denn? Da hat er gesagt, ja, da wird der Queen von England Grund und Boden verkauft.
Und die Queen von England als Staatsoberhaupt, in ihrer Funktion als Staatsoberhaupt, die das Grundstück erworben hat, die errichtet dann zufällig eine Botschaft darauf. Und dadurch wird das dann exterritorial, das ist die Pizza Piatti. Aha, sag ich. Okay. Ja, sagt er, wenn Sie mir einen Notar anbringen, der einschreibt sozusagen, dass Sie als dann trage ich das ein, sagt er. Das heißt, es braucht jetzt nur einen Notar. Zwei, mit denen habe ich schon gesprochen, die sind zu jeder Schandtat bereit. Der eine, da habe ich beispielsweise das Staatsterritorium kaufen lassen, ohne dass ich in Wohnhaft bin. Wie geht das? Da hat er geschrieben, vorübergehend Aufenthalte innen sowieso. Meine Adresse reingeschrieben als Käufer. Aber ohne, dass er einen Wohnsitz oder eine Wohnhaft von mir eingetragen hat. Dadurch hat er mich als natürliche Person belassen. Der wusste auch den Unterschied. Der hat nämlich meine Internetseite alle schon dreimal durchgelesen. Ich bin nicht einverstanden und seit 3,5 Jahren habe ich eine Lade- und die Werbeanmeldung. Und das ist immer noch offen. Ich habe ein Gerichtsverfahren geführt, damit Sie auch Läden aufmachen können ohne die Werbeanmeldung. Die haben sich so gesträubt, das können Sie sich noch nicht vorstellen. Ja. Da haben wir einen Anwalt bestochen wahrscheinlich sogar. Denn der hat den Termin verschwitzt. Und die Strafe dafür, 500 Euro Bußgeld, hat der Anwalt bezahlt. Nicht ich. Der sagt, ich habe ja den Termin verschwitzt. Ich bezahle das Geld. Na toll. Deswegen habe ich das Gerichtsverfahren nicht gewonnen, weil der den Termin verschwitzt hat. Aber scheinbar haben sie eben nicht nur in diesem Landgerichtsprozess gedroht, mit Zulassungsentzug, Anwaltskammer und. Und scheinbar, als kranker Mann, der ist ja in der Dialyse, da haben sie ihm danach noch ein paar andere Daumen schon mal angesetzt, ne? Damit er seine Tätigkeit weitermachen kann. Aber seitdem geht man mir nicht mehr auf den Keks. Man hat weder von mir noch irgendwelche Bußgelder. Ich muss Ihnen sagen, ich habe so einen Stapel, sicherlich ungelogen, so einen Stapel von Bußgeldbescheiden. Und das sind Leute, das sind Summen von 800 noch was Euro und sonst was, wenig zu schnell fahren. Ich bin auch hier wieder ungefähr 60 einmal zu schnell fahren, geblitzt worden. Aber das interessiert mich auch nicht. Ich habe ja keinen Führerschein. Warum habe ich den nicht? Weil ich den zurückgegeben habe und den Vertrag aufgelöst habe. Da bin ich also hingegangen zu denen und habe gesagt, also zum Fachbereichsleiter, Herr Zupke, es ist doch immer so, alles hier in der BRD läuft ja hier nach Vertrag. Und wenn man den Vertrag lösen will, dann kann man das ja machen. Er sagt, naja, dafür gibt es doch einen Vordruck für. Dann hat er gesagt, hat er mal geguckt. Ja, sagt er, es gibt einen Vordruck dafür. Da verzichten Sie unwiderruflich auf das Recht, ein Auto fahren zu dürfen. Ich dachte, das will ich nicht, habe ich gesagt. Ich will den Vertrag mit Ihnen lösen. Das kann ich nicht machen, hat er gesagt. Ich kann ja nur das machen, was der Vordruck sagt. Ich sage, okay, mache ich es anders. Ich habe hier was vorbereitet, habe ich geschrieben, habe ich das vorgelesen. Rückgabe des Führerscheins der Bundesrepublik Deutschland, Auflösung des Vertrages. Hiermit wird vom Landkreis Wittenberg bestätigt, dass Herr Peter Witzek den Führerschein der Bundesrepublik Deutschland mit dem heutigen Datum zurückgab und die Vertraglichkeit, die durch Antragsteller bestand, damit aufgelöst ist. Bestätigt Landkreis Wittenberg, jawohl. Habe ich das vorne einfach bei der Frau da angegeben, bei der Informationsstelle, die hat ihren Eingangsstempel drauf gemacht, bumm, unterschrieben, fertig. Super, habe ich mir gedacht. Seitdem fahre ich ohne Führerschein, das ist schon eine Weile her. 13. September letzten Jahres. Und die Stapel meiner Bußgelder sind hoch, ich fahre immer noch. Denken Sie, dass ich eine Polizei noch anhält? Nö, machen die nicht. Warum nicht? Weil die meine Rechte achten? Ich weiß nicht. Kleines Beispiel. Ich fahre auf der Autobahn, will mal Pause machen, sehe ich da einen Parkplatz, der ist aber gesperrt. Da sind so eine Warnbarken aufgestellt, dass man nicht hinfährt. Ich dachte, ach, macht nichts, parkst du trotzdem. Ich einfach durch die Warnbarken gefahren, an der Hinterseite sozusagen und in verkehrter Fahrtrichtung sozusagen auf den Parkplatz gestanden, eine Weile da und auf einmal kommt Polizei von vorne. Ich dachte immer, gucken, was sie machen. Ja, Fahrzeugschein, Führerschein, Personalausweis. Ich sage, habe ich nicht. Die gucken ganz irritiert, wie jetzt? Na, ich sage, ein Fahrzeug kann ich Ihnen geben, sage ich, habe ich nicht. Das ist ein Vereinsauto, sage ich, das ist für das ja. Ne? Habe ich Ihnen das hingegeben? Das ist unser Eichner hier, ne, der hier. Habe ich Ihnen den hingegeben? Sagt er, okay. Ich sage, ich gucke mal an Ihrem Computer nach, da, Ihrem Polizeicomputer, geben Sie mal meinen Namen ein, Peter Fitzek, und dann gucken wir, was passiert. Wieso sagt er jetzt das? Soll ich denn das machen? Ich sage, machen Sie einfach mal. Führerschein habe ich nicht, sage ich. Andere Sachen kann ich auch nicht, im Personalausweis besitze ich auch nicht. Gehen Sie einfach mal an Ihren Computer, machen Sie mal. Gut, der hat das gemacht, geht an seinen Computer. Eine Minute später kommt er wieder oder zwei, gibt mir meinen Fahrzeugschein zurück und sagt, wir wünschen Ihnen noch einen schönen Tag, Herr Fitzek. Wenn Sie über die Autobahn befahren wollen, dann brauchen Sie nicht durch die Warnbarken fahren. Einen Kilometer weiter hinten öffnet sich die Spur wieder und Sie können sich ganz normal auf die Autobahn einrufen. Ja, Dankeschön, Herr Kohl.